Bitte, der zweite Impuls, der theologische. Der theologische, ich bringe Ihnen eine doppelte Perle, weil ich möchte zwei Bilder von Gott, die von zwei verschiedenen Theologinnen kommen, eine deutsche, eine spanische. Der deutsche ist Gertrud der Große, so im 13. Jahrhundert gelebt, und die spanische Teresa von Ávila im 16. Jahrhundert, so 300 Jahre voneinander getrennt. Beide haben Erfahrungen von Gott. Die sind bekannt, beide als Mystikerinnen. Ich nenne sie Theologinnen, weil das ist schon seit langem in der feministischen Theologie bekannt, dass die Frauen im Mittelalter vor allem, aber auch später wie Teresa von Ávila, die Überlegungen und Schriften über Gott und die eigene Gotterfahrung, aber jenseits der eigenen Gotterfahrung, die Anwendung dieser Erfahrungen an Problemen der Welt gemacht haben. Sie sind Mystikerinnen genannt, nicht Theologinnen, weil sie an der theologischen Fakultät nicht studieren konnten. Und sie auch dann ständig sagen, Gott wurde mir erschienen. Und dann erzähle ich, was ich gesehen habe. Aber dann sagen sie, aber ich habe das nicht mit den Augen, physischen Augen gesehen. Im Gegenteil, Thomas von Aquin sagt, Gott hat mich zu Worten inspiriert. Und dann ist er Theolog. Die anderen haben eine Vision gehabt, sind sie Mystikerinnen. Das ist ein großes Thema an sich, nur als Einleitung meine ich, weil ich fange an mit Gertrud von Helfter, die von Anfang an ganz original ist. Sie als Fünfjährige in einem Kloster Helfter, wo noch bis heute Schwester Benediktinerinnen leben, eingetreten wurde, als Kleinkind wurde hintergelassen am Tor dieses Klosters. Also sie hat immer in diesem Kloster gelebt und in diesem Kloster ist entwickelt, was man heute als das theologische Kreise von Helfter nennt, weil es nicht nur diese große Gertrud, aber auch die Mechthild von Magdeburg, Mechthild von Hackeborn und Gertrud von Hackeborn. Das ist eine Gruppe, das ist wie eine Schule Theologinnen, die einander unterstützen und ist sehr schön in dem zweiten Buch, das große Werk von Gertrud, sie vergleicht der Theologie als ein Geburt, in dem Sinn, dass, sagt sie, in einem Geburt ist nur eine Frau, die gebärt, ja? Aber die anderen helfen. So, das ist ein sehr kontrastierendes Bild für die mehr individualisierte Verständnis von Theologie. So, sie als 26-Jähriger hat die erste Erfahrung von Gott gehabt, starke Erfahrung. Und das auch Überraschendes, weil manchmal in der Psychoanalyse sagen, naja, alle diese Frauen, die mit Gott Erfahrungen haben, das ist eine Projektion dieses Bedarf an eine väterliche Figur oder vielleicht ein Ehepartner. Gut, sie war 26, sie hat keine Väterfigur gesehen, sie hat auch keinen Ehepartner gesehen, sie hat einen Knaben, 60-Jähriger, gesehen. Das ist original in der Geschichte der Mystikerinnen. Und diese Knabe, 60-Jährigen, hat sie zum Spielen eingeladen. Sie haben über diese positive, aber Spielen, dass sie sollte über eine Sperre, Fans, Sperre, Zaun, eigentlich einspringen. Ja? So, das war ihre Erfahrung mit 26. Aber jetzt gehe ich direkt zu die Vision, dass sie später im Leben sie gehabt hat und das für mich eine Perle ist. Sagt Gertrud, als ich eines Tages über deine Geschenke, sie redet mit Jesus, über deine Geschenke an mich nachdachte und meine Härte mit deiner Zärtlichkeit verglich, die ich so überreichlich genieße, wagte ich es, dir vorzuwerfen, dass deine Geschenke an mich nicht mit einem Handedruck bestätigt worden waren, wie es bei Verträgen üblich ist. Und deine liebevolle Weichheit versprach, diesem Einwand nachzukommen mit den Worten, lass deine Vorwürfe aufhören. Komm und empfange die Bestätigung meiner Verpflichtung. Dann sah ich in meiner Kleinheit, wie du mit beiden Händen diesen Bogen göttlicher Treue und unaussprechlicher Wahrheit, der dein vergöttlichtes Herz ist, öffnetest und batest mich,
gemein wie ich war, weil ich um ein Zeichen gebeten hatte, wie es die Juden taten, bat es mich, dass ich meine rechte Hand in die Öffnung deines Herzens lege. Danach schlossst du die Öffnung mit meiner Hand innen und sagtest, hiermit verspreche ich, die Gaben, die ich dir gegeben habe, zu behalten, so dass ich, wenn ich ihre Wirkungen vorübergehend zurückziehe, mich verpflichte, sie später mit einem dreimal so großen Nutzen in der Allmacht, Weisheit und Güte der glorreichen Dreifaltigkeit, in der ich lebe und regiere, wahre Gott für immer und ewig, zurückzuzahlen. Nachdem diese Worte aus seiner süßesten Zärtlichkeit kamen, nahm ich meine Hand heraus, und es erschienen sieben Kreise aus Gold, als wären es sieben Ringe, einer für jeden Finger und drei im Ringfinger, ein treuer Zeuge dafür, dass die Geschenke nach meinem Wunsch bestätigt worden waren. Das war das Zitat. Ich lese weiter, das ist mein Text. Ich sah, sagt Gertrud, wie du mit beiden Händen den Bogen göttlicher Treue und unaussprechlicher Wahrheit öffnetest, der dein vergöttliches Herz ist. Als ich diesen Abschnitt zum ersten Mal las, war ich erstaunt über die Kühnheit von Gertruds Interaktion mit Jesus und über die Geste Jesu, der, anstatt ihr die Hand zu reichen, um seine Liebe auf aktive, so nach Stereotyp männlicher Weise zu bestätigen, weil sie fragt, ja, dann ein Handdruck, so Jesus macht, hier, Handdruck. Nein, das ist nicht die Erfahrung. So, nicht das. Anstatt dass Jesus seinen Körper öffnet, um sie einlädt, in ihn einzudringen. So weit entfernt von den üblichen Bildern männlicher, weiblicher Interaktion war diese Szene, dass ich beim ersten Lesen den irrigen Eindruck hatte, Jesus öffnete sein Herz mit einer seiner Hände und nahm dann mit der anderen Gertruds Hand und legte sie in sein offenes Herz. Aber Gertrud beschreibt die Szene nicht so. Sie betont, dass Jesus sein Herz mit beiden seinen Händen öffnet, utrisque manibus, sodass wir das Bild eines offenen Jesus vor Augen haben, der sich ihr liebevoll anbietet, die sich ihr liebevoll anbietet und darauf wartet, dass sie zur Tat schreitet. Jesus nimmt nicht die Hand von Gertrud. Es ist Gertrud selbst, die ihre rechte Hand vorschiebt, dextram meam imponere, und mit ihr das Herz, das Jesus offen hält, zu durchdringen. Sobald sie in ihn eindringt, schließt sich das Fleisch, sagt Jesu, um Gertruds Hand und sieht sich zusammen. Et sich aperturam contrahens manumea inclusa. So, was für ein Bild, dass dieser Durchdringen durchkommt und dann eine Kontraktion an diesem Hand. Das ist die Erfahrung, die sie gehabt hat. Der Satz, eigentlich in diesem kommt diese Durchbohrung, das wir haben auch gesehen in einer von dieser auf Lateinisch Penetrabilität oder penetrabil zu sein, das ist in der Geschichte der Theologie auch anwesend, als wäre die Impenetrabilität Gottes eine Merkmale Gottes. Gott ist Gott, als solches kann nicht durchgebohrt werden. Wie Sargs oder Fleisch, die durchgebohrt werden kann, ist ein weibliches Fleisch. Und das ist das Problem mit das Weibliches. Das rede ich über natürlich Stereotypen und das durchgebohrt. Deswegen sind die Jungfrauen, Nonnen und andere, ja, ein bisschen besonders, weil sie nie durchgebohrt geworden sind. Und deswegen sind sie mehr was rein, sind sie ein bisschen besser, als wenn du durchgebohrt gewesen bist. Natürlich haben wir von auch Silkes gehört, ja, was dies mit dieser Vulnerabilität zu tun hat. Wie in der Geschichte, diese Ideen von Gott, deswegen am Anfang dieser Frage, was ist ihre Vorstellung von Gott? Ist Gott
in diesem Bereich rein und Gott, weil untastbar ist, weil unfassbar und vor allem undurchbohrenbar, oder wie das so heißen sollte. Das kann man nicht weiterentwickeln, aber das ist eine Idee, die diese Gertrud von Helfter nicht problematisch fand. Ich habe das problematisch gefunden, weil ich komme nach all dieser Lehre. Aber deswegen habe ich betont, sie war mit 5 Jahren in diesem Kloster und alle, was sie schreibt, ist wie lichtender oder voll von Licht. Sie hat in diesem Geschütze Platz gelebt. Sie schreibt nie was von Teresa von Avila. Wir lesen viele Stücke, wo sie sagt, als Frau, ich kann das nicht wagen, aber trotzdem habe Jesus, sie, Gertrud von Helfter, nicht einmal sagt das. Sie immer redet über diese tiefe Erfahrung, dass sie zum Freude und das Wort, das sie benutzt am höchsten, ist Küss. So, sie küsst und sie ist geküsst und das ist ihre Erfahrung von Gott in dieser Richtung, mit dieser so positiven Worte immer getont. Aber ich wollte zusammen mit dieser Perle von Gertrud auch eine von Teresa von Avila, weil Teresa von Avila wurde bekannt, vielleicht von Ihnen, dass Sie hier heute sind. Und bestimmt in Spanien weiß jeder, dass Teresa von Avila diese Transverberation-Erfahrung gehabt hat. Nur so, ich weiß, ist das Ihnen fremd, wenn ich Transverberation sage? Oh, gut, so, dann ist fremd, ja? Was das bedeutet? Transverberation. Das ist von Teresa von Avila eine Erfahrung, dass sie, man sieht, zum Beispiel Leute, die Kunst studieren, dann wissen sie alle, weil es gibt diese von Bernini dargestellt, in Rom ist in der Kirche San Vittoria de Los Angeles. Das ist eine Bildheuer, Skulptur, wo die heilige Teresa ist wie eine Frau, die einen Orgasm gehabt hat. Das wurde von denen, die das darstellen und studieren, so dargestellt. Und es kommt ein kleiner Engel, die mit einer Pfeile und Feuer an dieser Extrem der Pfeile sie durchbohrt. Das ist eine Erfahrung, die Teresa gehabt hat. So beschreibt sie in das Buch ihres Lebens. Und das ist eine Erfahrung, die man in Filmen über Teresa und in alle, dass, wenn man über Teresa und die mystische Erfahrung redet, scheint überall, dass das wäre das Höchste, das Stärkste, das Intensive und Beste Erfahrung, die sie gehabt hat. Das ist aber nicht, was sie schreibt. Was sie schreibt, ist etwas, mein Verständnis nach, viel interessanter. Ich wollte nur kurz auch sagen, dass Gertrud von Helfter selber hat auch diese Erfahrung von Jesus durchgebohrt zu werden. Nicht mit einer Pfeile, aber mit Licht. Aber sie war damit nicht ganz zufrieden, sie schreibt Gertrud von Helfter und sagt, naja, es war gut, aber mir fehlte etwas. Und was fehlte, ist auch, was Silke gesagt hat, mit der Reziprozität. So 3 Tage später kommt ein Licht von Gertruds Herzen und geht zu Jesus. Und dann erst kommt für Gertrud die wahre, tiefe oder vollkommene Erfahrung. Was Gott von uns erwartet, ist nicht nur, dass uns passiv, was Gott uns gibt, erfahren, aber dass auch wir zur Aktion kommen. Das ist Gertrud von Helfter, ja, und deswegen glaube ich, das ist eine Perle. Aber Teresa von Avila, die, als gesagt, von vielen Kommentatoren mit dieser Transverberation oder Durchbohrung zusammenkommt, schreibt das Folgendes. Das ist auch eine Vision, eine Erfahrung, die sie beschreibt. Sie sagt, kurz danach wurde mein Geist so sehr entrückt, dass mir schien, er befände sich fast ganz außerhalb des Leibes. Zumindest erkennt man dann nicht, dass er noch in ihm lebt. Ich sah die allerheiligste Menschheit, das ist Jesus, ich sah die allerheiligste Menschheit mit mehr überströmender Herrlichkeit, als ich sie je gesehen hatte. Es wurde mir durch eine wunderbare und klare Erkenntnis gezeigt, wie er, Jesus, an den Brüsten des Vaters ruht. Nicht an den Brust, aber an den Brüsten. Das ist in der Spanische ganz klar, los pechos del padre, Brüsten des Vaters ruht.
Ich könnte nicht ausdrücken, wie das ist, denn ohne es zu sehen, war mir, als würde ich mich in der Gegenwart dieser Gottheit sehen. Ich war so verblüfft und in einem solchen Zustand, dass einige Tage verbringen, bis ich wieder zu mir kommen konnte. Immerzu glaubte ich, die Majestät des Sohnes Gottes bei mir zu haben, wenn es auch nicht so wie beim ersten Mal war. Das begriff ich sehr wohl. Aber es bleibt der Vorstellungskraft so eigenmeißelt, dass sie es, mag es noch so schnell vorbeigegangen sein, eine Zeit lang nicht aus sich entfernen kann. Und es ist von großem Trost und sogar Nutzen. Jesus war an den Brüsten des Vaters. Aber das, was ich jetzt gelesen habe, ist das jüngste Übersetzung ins Deutsch. Nicht das, das auf Deutsch sie vor 2001 lesen konnten, weil auf Deutsch, auf Englisch, auf alle Sprachen, dass ich weiß nicht, auf Italienisch, aber die Übersetzung war am Schoß des Vaters. Das ist nicht, was Teresa gesehen hat, aber das ist zu viel, die Brüste des Vaters. Was sollen wir, eine Queer-Vater und Vorstellung, wie ein männliche Attributen und dann wahre Brüste, davon genährt auch werden, man werden kann. Das hat Therese gesehen und das hat sie beschrieben. Aber in der Geschichte ihrer Visionen ist diese Vision, hatte ich kürzlich entdeckt und ich habe sie lange studiert. Und eigentlich, sie sagt, kurz habe ich schon gesagt, aber sie, Therese sagt, dieselbe Vision habe ich noch dreimal geschaut. Das ist nicht eine kleine Sache, dass sie passiert ist. Sie ist meine Meinung, das ist Therese selber, sie sagt, diese Vision ist meiner Meinung nach von allen Visionen, die zu schauen mich der Herr begnadet hat, die höchste. Und sie zieht überaus große Vorteile nach sie. Therese besteht auf der Außergewöhnlichkeit dieser Vision, während sie ihr übliches Kriterium zur Beurteilung der Authentizität spiritueller Erfahrungen darauf anwendet, nämlich die Aufmerksamkeit auf die Auswirkungen zu richten, die eine solche Vision auf sie hatte. So, sie ist nicht das, oh, die Vision an diesem Moment hat mich sehr erregt, aber was ist mir passiert danach? Wie war ich am nächsten Tag? Wie konnte ich dieses Leben, das ich führen möchte, so nach dem Evangelium, ja, die Feinde, Leute lieben und alles zu machen, wie hat diese Vision mich verstärkt dazu? So die Aufmerksamkeit auf die Auswirkungen zu richten, die eine solche Vision auf sich hatte, darauf, wie sie sie verändert oder beeinflusst hat. Und noch, Therese, ich mag diese Auswirkungen von Visionen und sonstigen Erfahrungen zwar schon ein paar Mal erwähnt haben, aber ich habe auch schon gesagt, dass es da mehr oder weniger Fortschritt gibt. Hier ist es riesig. So, das mache fertig, aber das wäre der Punkt. Erfahrungen von Gott, die nicht die Stereotypen anpassen, aber nicht nur Stereotypen von Geschlecht, aber auch die stereotypierte Gottesbild, dass Gott, Gottes Majestät mit dieser Art von Anfassbarkeit entsprechend ist. Diese beiden Frauen haben im Gegenteil, eine hat Jesus mitten in diese Brüste, sie sagt uns nicht, ob das Gesicht Jesu war, in die Brüste oder außer oder wie genau sollen wir das uns vorstellen. Aber ganz klar nicht, wie normalerweise das dargestellt wurde. Und die Gertrud von Helfter mit dieser Erfahrung der Durchdringlichkeit Jesus. So. Vielen Dank.